Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal und willkommen zurück zum zweiten Teil von New and Tasty. Das Lager ist jetzt dran, 41 Mudokons an der Zahl gibt es zu befreien, ich glaube 7 Geheimgänge und wir legen direkt los. Vielen Dank fürs Einschalten und viel Spaß beim Zuschauen. So, wir springen hier direkt bis an diesen Vorsprung, sodass wir dran hängen, damit wir die Vögel hier nicht verscheuchen. Chanteneimer und retten schon den ersten Mudokon. Wenn wir nämlich zu weit springen, fliegen die Vögel weg und der Scrap hier unten rotzt direkt den ersten Mudokon platt. Hier. Schleichen muss man ja eigentlich gar nicht. Man muss einfach nur aufpassen, dass man nicht in Bewegung ist, wenn die Lichtschranke einpassiert. Hier verliert man leider viel Zeit. Aber es gibt auch verschiedene Speedrun-Varianten. Da heizt man einfach da durch, aber wenn man da durchheizt, kommen halt lauter Minen auf einen zu. Geflogen und dann ist man direkt platt. Und hier sind wir schon beim ersten Geheimgang. Weil ich gerade von Speedrun rede, wer Bock hat, sich mal so einen Speedrun reinzuziehen. Ich war letztens zufällig auf Twitch mitten in der Woche unterwegs, so das früh um 5. Da ist eine kleine Twitch-Streamerin, die spielt gelegentlich dieses Spiel, aber die alte Version auf PC und macht verschiedene Speedruns mit Glitch, ohne Glitch, hast du nicht gesehen, die hat das richtig gut drauf. Sliggy94 heißt sie, wenn er da mal vorbeischaut, da würde sie sich bestimmt freuen. Lasst ihr einfach mal ein Follow da, schaut ihr mal zu, wenn euch das interessiert. So, wir rennen jetzt hier vor dem Kollegen weg, ziehen schnell den Hebel, damit diese Lichtschranke hier deaktiviert ist. So. Einmal mir folgen, nochmal zurück. Ja, wie gesagt, ein Speedrun ist schon eine feine Sache, ist aber nichts für mich. Ich kann das nicht, da bin ich zu faul für. Muss man echt lange üben. Das war schon der erste Geheimgang. Ach so, ich habe vergessen, das fällt mir gerade auf, dieses Portal zu aktivieren. Na, da warten wir einfach mal ganz kurz, bis der Kollege hier weg ist. Ist er weg. Durchgesprungen und das war der erste Geheimgang. So, in dem Abschnitt gibt es jetzt nichts mehr zu retten. Checkpoint holen. So, hier kommt der nächste Slick. Herz drüber springen. Hoch. Checkpoint einsammeln. Ja, beruhig dich mal noch. So, und jetzt können wir hier durchheizen. Sparen wir wieder ein bisschen Zeit. So, damit haben wir den ersten Abschnitt aus dem Lager auch schon geschafft. 41 Mudokons an der Zahl gibt es im Abschnitt Lager zu befreien, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe. So, weiter geht's. So, vorspringen, Checkpoint einsammeln, ups, schleichen. So, wir schleichen jetzt erst ein bisschen in den Rauch, damit uns die Kollegen wieder nicht erkennen. Wie gesagt, die sind ja recht dumm. So, jetzt beherzt losrennen und direkt hier reinspringen. Und dann kommen wir schon zum nächsten Geheimgang. Einmal chanten, reinspringen und da haben wir das nächste. So, im nächsten Geheimgang angekommen, eine Etage runter. Wir chanten einmal, wir müssen darauf aufpassen, dass der eine Stick dem anderen beim Chanten nicht zu nahe kommt, weil sonst erschießt der eine den anderen. Und er erschießt dabei aus Versehen vielleicht einen Mudokon, deswegen muss man da echt aufpassen. Die Mudokons kann man, wenn man in so einem Slick drin ist, warnen, indem man auf dem Steuerkreuz nach unten drückt. Da ducken die sich und schon
ist das alles eigentlich kein Problem. Und zur Not einfach neu starten. So, einmal alle runter. Jetzt steht er schon wieder da unten. So, komm. Eigentlich kriegt man alle runter mit einmal, aber der wollte jetzt nicht runter. So, dann schanden wir hier eine Runde und haben die nächsten Musikkunst schon befreit. Eigentlich ein relativ simpler Geheimgang, muss ich sagen. So, damit haben wir den zweiten schon erledigt. So, ein beherzter Sprung hier rüber, auf die Minen aufpassen. Und hier müssen wir die ganze Zeit durchschleichen. Auf Minen achten, auf die Sensoren achten, also auf die Lichtschranken. Am besten schleichen, die ganze Zeit gedrückt halten. Und aufpassen, dass wir keinen Scheiß bauen. Wenn man den Dreher mal raus hat, läuft das ganz gut, aber man muss hier echt megamäßig aufpassen. Schnell hochklettern, Checkpoint kassieren. So, wir nähern uns dem nächsten Geheimgang. Wir müssen hier einmal komplett beherzt durchrennen. Machen hier einen schönen Sprung. Der Kollege wird wach. Hier rennen wir hoch. Und passen auf die Fledermäuse auf. Die können ja nämlich auch platt machen, wenn man auf schwer spielt. Wir müssen jetzt nur noch warten, bis der Slick sich verpisst, damit er die Vögel nicht verschleucht. Verscheucht. Schanden einmal. Wir kriegen einen Elektroschock. Und spring rein in diesen nächsten Geheimgang. Welcher war denn das jetzt? Das war jetzt der dritte Geheimgang. So, hier angekommen. Rennen wir schon mal los, rollen uns, damit wir hier durch diesen kleinen Tunnel kommen. Und warten, bis sich der erste Slick ganz rechts bewegt. Und dann können wir zweimal springen und bleiben hier stehen. So, wir müssen jetzt auf beide Slicks achten, den oberen und den unteren. Der ist jetzt weg. Und jetzt können wir Anlauf nehmen, rennen, schnell an diese kleine Kante springen. Und jetzt können wir die ersten Slicks schon mal platt machen. Das ist der erste. So, weg. Scheiße, jetzt hat er mich platt gemacht. Na, das ist nicht so schlimm, den kann ich mir gleich noch krallen. Na komm. Tag. Dann gehen wir halt nochmal zurück. Eigentlich kann man sich das sparen, wenn man die Slicks richtig platt gemacht hat. Aber das kostet uns nur ein paar Sekunden mehr. Zack. Und damit haben wir die nächsten drei Mudokons befreit. Und wir sind jetzt bei 88 Stück. So, jetzt klettern wir hier nur noch runter. Aktivieren das Portal. Kriegen eine geballert. Und dann sind wir schon beim nächsten fertig. So, weiter geht's. Lieber ein bisschen mehr Zeit lassen, als zu hektisch werden, weil ruckzuck springt man in so eine scheiß Mine. Und das ist echt mega frustrierend. Das war knapp. So, jetzt muss ich mal gucken, wie man das macht. Achso, wir aktivieren jetzt. Wir warten, bis der Slick wieder wegläuft. Aktivieren die Mine kurz. Wieder hoch. Trocken uns hin, damit wir hier nicht noch Zeit verlieren, weil er hinfällt. So, dann gehen wir hier runter, einmal nach rechts, dann kommen wir nämlich schon zum nächsten Geheimgang. Zack. Und da sind wir. Was war denn das? Der Turm war ja, als würde ich gerade sterben. Sehr verrückt. So, in dem Geheimgang gibt es auch wieder zig verschiedene Varianten. Den schnell zu erledigen. Ich bevorzuge diese Variante, das ist die einfachste, schnell springen, in den Rauch rennen, sodass der zweite Slick eigentlich erwischt und von hier aus können wir jetzt einfach nur noch losrennen. Relativ simpel. So, Kollege. Zack. Das sind die nächsten drei gerettet. Da kriegen wir noch ein bisschen Energie. Dann müssen wir wieder hoch.
das andere Portal noch aktivieren und warten, bis der Slick sich verpisst hat. Ist eigentlich auch ein relativ simpler Geheimgang. Und damit haben wir auch diesen erfolgreich beendet. Viecher. So, hier klettern wir ganz normal erstmal hoch. Warten, bis uns die Lichtschranke wieder passiert. Hier hochklettern, einmal schnell rennen, springen, weil diese Fledermäuse, die machen einen ruckzuck platt. Dann springen wir hier zurück und kommen hier zum nächsten Geheimgang. Portal aktivieren und von Weitem reinspringen. So, dieser Geheimgang hat es wieder ein bisschen in sich. Da muss man echt aufpassen. Wir springen erstmal hier an diese Kante, lassen uns da hängen, warten, bis das Licht wieder zurückläuft, stehen direkt auf und schleichen hinterher. Hat er mich jetzt mitgekriegt? So, weiterschleichen. Ranspringen. Fuck, ich gehe schon. Okay, hat geklappt. Hier muss man echt aufpassen. Hier kann man echt mega schnell drauf gehen. So. Jetzt sagen wir den Kollegen, dass sie warten sollen. Und dann schleichen wir erstmal wieder zurück, aktivieren die Mine. Damit wir den einen Slick schon mal los sind. So, also wie gesagt, eigentlich recht simpel, wenn man sich Zeit lässt. Erstmal ducken, damit wir nicht mit hinfallen. So, und damit können wir, glaube ich, alle Modokons befreien. Achso, den müssen wir erst noch platt machen, sonst fliegen die ganzen Vögel weg. Wir lassen uns mal. Achso, das funktioniert gar nicht. Egal. Einmal umbringen und tot. So, dann sollten wir jetzt auf 96 Modokons kommen. Und los geht's. Sehr schön. Okay. Das war der nächste Geheimgang. Wie gesagt, bei dem sollte man sich echt ein bisschen mehr Zeit nehmen. So, hier rennen wir jetzt erstmal vor bis zu der Kante. Wir warten jetzt mal bis beide Slicks, hier sind nämlich zwei. Und warten bis der letzte Slick ein bisschen nah rangekommen ist. Und dann können wir jetzt mal eine Risikovariante probieren. Na los, lauf mal noch ein Stück weiter. So, jetzt nehmen wir kurz beherzt Anlauf und laufen hier ganz schnell durch. Und immer springen, erstmal ein bisschen schneller. Hat funktioniert, super. Ansonsten, recht simpel schleicht man einfach durch. Eigentlich ist das ganz simpel erklärt. So, jetzt sind wir hier, nächster Checkpoint. Und das können wir hier nochmal versuchen. Spring einfach über dieses Vieh hier drüber. Einmal nach unten, einmal nach rechts. Und schon sind wir im nächsten Geheimgang. Ja, das ist jetzt wirklich mal eine schnelle Variante, die echt einfach ist. Das probierst du ein, zweimal und schaffst du das auch. Hier muss man echt nicht so vorsichtig sein. Das ist eine echt coole Variante, um Zeit zu sparen. Das machen die ganzen Leute, die so die Speedruns machen, nicht anders. So, im nächsten Geheimgang angekommen. Da warten hier zwei Slogs auf uns. Hier schleichen wir uns erstmal ein bisschen davon, bis die uns nicht mehr hören können. Quatschen einmal hier die ganzen Modokons an. So, dann schleichen wir hier wieder ein Stückchen. Und hier sagen wir gleich den Kollegen, dass sie warten sollen. So, und jetzt haben wir die Viecher geweckt. Rennen schnell weg. Springen hier hoch. In diese Tür rein. Rennen hier schnell lang und aktivieren das Portal. Und damit ist das der Geheimgang auch erledigt. Der ist wirklich relativ simpel. Achso, hier hätte man sogar Maschinen aktivieren können. Ab ins Portal, nächster Geheimgang
fertig. Das ist auch ein relativ einfacher gewesen. Einmal Steine aufsammeln, einmal hier unten durchrollen, einen Stein auf die Minen werfen, damit die los sind. Und dann kommen wir nämlich hier schon zum nächsten Geheimgang. Einmal hochklettern und hoffen, dass wir den Stein auf die Mine treffen. Jawohl, gleich beim ersten Versuch. So, ach, wir schalten hier mal um. Einmal das Portal aktivieren. Und schon haben wir den nächsten Geheimgang. So, dieser Geheimgang hat es wieder ein bisschen in sich. Direkt, wenn wir hier landen, los, sofort losrennen, über diesen Slog springen und hier hoch. Danach müssen wir warten, bis der wieder Richtung Mitte läuft, zu dem Hebel. Und wenn er wieder in der Mitte ist, springen wir zu dem Hebel, aktivieren den und rennen sofort zur nächsten Plattform links. Vielleicht macht das auch nicht. Okay. So geht's auch. Eigentlich dachte ich, der geht weiter. So, danach sprechen wir die ganzen Kollegen an. Springen wieder auf die Plattform. Warten, bis die Vögel wieder da sind. Aktivieren das Portal. Und das war's. Relativ simpel. Jetzt gehen wir nochmal hier hoch. Aktivieren das Portal, damit wir hier wieder raus können. Hier kann man auch ein bisschen Zeit sparen, wenn man das Portal vorher aktiviert. Aber das ist eigentlich auch mit ein, zweimal üben, ist der Geheimgang ruckzuck erledigt. So, das war auch schon der letzte Geheimgang. Wir sind jetzt bei 111 angekommen. 41 an der Zahl waren es ja. So, wir schnappen uns hier nochmal den Checkpoint. So, jetzt ist hier kurz verkackt. Einmal über den drüber springen, das hat ja vorhin schon funktioniert. So, wenn man es hier einmal verkackt, springt der eine Slug oder wie die Viecher sich nennen, hier runter. Deswegen müssen wir den hier kurz nach rechts lotsen, damit er runterfällt, damit wir hier unsere Ruhe haben. Hier schleichen wir uns an und schmeißen einen Stein in Richtung Mine, damit der Slug drauf geht. Und dann sind wir auch schon fast draußen. Was ist denn hier unten noch, bevor wir hier weitergehen? Ach so, das sind ein paar Steine, die man noch einsammeln kann. Nichts Besonderes. Okay, also kein Geheimgang oder so. So, hier schmeißen wir einen Stein. Puck auf die Minen. Und drei auf einen Streich. Läuft. Aufpassen, dass uns die Fledermäuse nicht platt machen. Und schon haben wir Stockyards erfolgreich erledigt. Wiedersehen. Es ist so herrlich. When some big face appeared and said I was dead, said our land was changing, was imbalanced at best. He told me my fate was to rescue the rest. For termites and scraps had been sacred once. That was before ruptured farms turned them into lunch. And they live in the temple, and that's where they still nest. And facing these creatures, that was my test. So, damit haben wir den zweiten Teil erfolgreich mit allen Modokons befreien erledigt. Ich bedanke mich fürs Einschalten, freue mich wieder über viele Daumen. Ich hoffe, ein paar Abos. Bis zum nächsten Teil. Haut rein. Ciao.